Der letzte Text, den wir hier im Seminar gemeinsam lesen wollen, der ist ein bisschen anders als die, die wir bisher gelesen haben. Bisher ging es vor allen Dingen um eher so, sagen wir mal, theoretische Probleme, also um Fragen aus der Erkenntnistheorie, der Metaphysik, der Philosophie des Geistes und so weiter und so fort. Hier im Text über die moralische Kontingenz steht jetzt, wie der Name schon sagt, ein ethisches Problem im Mittelpunkt. Und zwar ganz grob gesagt das Problem, wofür sind wir eigentlich verantwortlich? Trotzdem gehört dieser Text auch in den Kontext unseres Seminars hinein, denn auch hier geht es um den Gegensatz wieder mal von subjektiv und objektiv, wie wir später noch sehen werden. Also es wird sich im Lauf der Textanalyse zeigen und herausstellen, dass auch das Problem, für welche von unseren Taten wir eigentlich verantwortlich gemacht werden können, letzten Endes durch die beiden Perspektiven von subjektiv und objektiv, die wir schon kennengelernt haben, so kompliziert gemacht wird. Also, steigen wir mal in den Text ein, schauen wir, wie Nagel die Sache anfängt. Er beginnt seinen Aufsatz damit, dass er gleich zu Beginn seinen ärgsten Gegner zu Wort kommen lässt, nämlich Immanuel Kant. Für Kant ist nämlich alleine der Wille entscheidend, wenn es um die moralische Bewertung einer Handlung geht. Also die Folgen einer Handlung sind vollkommen irrelevant für das moralische Urteil, das gefällt werden soll. Kant vertritt also, das wissen Sie wahrscheinlich, eine ausgesprochen deontologische Position. Also die Deontologie ist eine ethische Theorie, die behauptet, bestimmte Typen von Handlungen sind an sich bereits gut. Also weil sie für Kant eben aus einem guten Willen heraus begangen werden. Die Konsequenzen der jeweiligen Handlung haben hingegen keine moralische Relevanz. Und Kant sagt nun, der gute Wille alleine, der ist bereits lobenswert, auch wenn der gute Wille durch irgendwelche unglücklichen Umstände nicht sein Ziel erreicht. Nagel zitiert den Kant hier mit der berühmten Stelle aus der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, wo Kant sagt, der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgendeines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen. Das ist an sich gut und für sich selbst betrachtet ohne Vergleich weit höher zu schätzen als alles, was durch ihn zugunsten irgendeiner Neigung, ja, wenn man will, der Summe aller Neigungen nur immer zustande gebracht werden könnte. Und wenig später spricht Kant dann auch von dem guten Willen in seinen berühmten Worten als dem Juwel, das von sich selbst aus glänzt. Machen wir es an einem Beispiel deutlich. Wenn ich mit dem Auto über die Landstraße fahre und dann an einem Auto vorbeikomme, das offensichtlich von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht ist, dann halte ich an, natürlich, um die Verletzten zu versorgen und um Hilfe zu rufen. Es ist jetzt irrelevant, wie es danach den Verletzten geht, also ob sie überleben oder nicht, ob sie bleibende Schäden davontragen oder nicht. Das alles spielt für die moralische Bewertung meiner Handlung, dass ich anhalte, aussteige und helfe, keine Rolle. Auch wenn die Verletzungen beispielsweise so schwer sind, dass sie bleibende Schäden davontragen und wenn ich diese Verletzungen nicht besonders gut verbinde, weil ich das nicht so gut kann oder so etwas, oder mein letzter Erste-Hilfe-Kurs schon zu lange zurückliegt und wenn die bleibenden Schäden vielleicht weniger schlimm gewesen wären, wenn jemand anderes, der mehr davon versteht, diesen Leuten geholfen hätte. Selbst dann mindert das das moralische Urteil für Kant nicht. Ich habe das Richtige getan in dieser Situation, weil ich es aus gutem Willen herausgetan habe. Alles andere zählt nicht. Also was das Ergebnis meiner Handlung ist, die aus gutem Willen getan wurde, das ist für die Bewertung nicht von Bedeutung. Für Kant heißt das dann auch, es kann gar nicht so etwas wie ein moralisches Risiko geben, was immer ich tue. Die moralische Bewertung dieser Handlung steht von vornherein bereits fest. Also es kann nicht erst im Laufe der Zeit sich herausstellen, was ich da eigentlich getan habe, beziehungsweise wie das zu bewerten wäre, was ich da getan habe. Der Ausgang der Ereignisse kann nichts an der moralischen Bewertung ändern für Kant. Nagel sagt jetzt, es stimmt nicht. Das ist einfach falsch. Dieses Problem, dass es nämlich doch so etwas wie moralisches Risiko geben kann, das zeigt sich, wenn wir von einer ganz alltäglichen moralischen Intuition ausgehen. Nagel formuliert das so, er schreibt, niemand kann moralisch angeklagt werden für etwas, das nicht seine Schuld war, oder für etwas, das auf Faktoren zurückgeht, die sich seiner Kontrolle entziehen. Moralische Verantwortung, das ist eine ganz plausible Intuition, setzt Kontrolle über die Situation voraus. Wir können das die Kontrollierbarkeitsbedingung für moralische Verantwortung nennen. Wenn wir keine Kontrolle über die Situation haben, dann sind wir im moralischen Sinne nicht dafür verantwortlich, was passiert.
Nehmen wir nochmal ein Beispiel, also mal wieder Autofahren. Wenn jemand sein Auto bewusst in eine Gruppe Fußgänger steuert, die gerade die Straße überqueren möchte oder so etwas, dann ist dieser Autofahrer für den Tod der Fußgänger verantwortlich. Wir machen der Person, dem Autofahrer in dem Fall, einen moralischen Vorwurf und verurteilen sie, die Person, dafür, was sie getan hat. Wenn aber der Fahrer das nicht absichtlich getan hat, sondern er hat beim Fahren einen Schlaganfall erlitten oder etwas und verliert die Kontrolle über das Auto, dann ist er dafür nicht verantwortlich, was da passiert. Er kann nichts dafür. Er hat ja keine Kontrolle über die Situation. Natürlich, wir würden dieses Ereignis dann auch bedauern. Also in beiden Fällen ist ja etwas Schreckliches passiert. Aber es geht nicht darum, dass etwas Schreckliches passiert ist. Das ist unabhängig von dem Problem der Verantwortung. Denn nur in einem der beiden Fälle ist ja auch jemand dafür verantwortlich, was passiert ist. Das eine, wenn er einen Schlaganfall bekommt, das ist ein tragischer Unfall. Aber das andere, wenn er es absichtlich tut, das ist ein grausamer Mord. Auch wenn die, sagen wir mal, rein physikalischen Ereignisse identisch sein mögen. Wir verurteilen den Mörder, aber nicht den Unfallverursacher. Und warum? Naja, weil der Unfallverursacher letzten Endes nichts dafür konnte, was passiert ist. Der Mörder hingegen schon. Das ist also, ganz grob gesagt, die Kontrollierbarkeitsbedingung. Das ist jetzt nicht damit zu verwechseln, eben wie Nagel das selbst auch nochmal betont, dass irgendetwas Schlechtes oder Verwerfliches passiert ist. Zu sagen, dass es schlecht ist, dass etwas passiert ist, ist nicht das gleiche wie zu sagen, dass jemand schlecht ist, der etwas Schlechtes getan hat. Nagel drückt es so aus, er sagt, wir verurteilen ihn selbst, also den, der etwas getan hat, und sagen von ihm, er sei schlecht. Was nicht einerlei damit ist, dass er etwas Schlechtes sei. Also es ist ein Unterschied, ob jemand etwas Schlechtes verursacht oder ob jemand verantwortlich ist für etwas Schlechtes. Etwas falsch machen heißt demnach mehr als bloß in eine ungünstige oder schlimme Situation involviert sein. Es heißt auch, dafür verantwortlich zu sein, für das Schlechte. Aber verantwortlich sein kann man eben nur, wenn man Kontrolle über die Dinge hat. Das sagt die Kontrollierbarkeitsbedingung. Soweit so gut. Das ist eine moralische Intuition, die eigentlich alle von uns ohne weiteres Nachfragen teilen würden. Also, ne, wer etwas Schlechtes tut, ist dafür verantwortlich und verantwortlich zu sein, setzt Kontrolle voraus. Eigentlich vollkommen indiskutabel, da müssen wir nicht weiter drüber nachdenken, oder? Nagel sagt jetzt aber, naja, was wir tun bzw. was wir getan haben, das hängt aber sehr oft von Faktoren ab, die sich unserer eigenen Kontrolle entziehen. Er gibt zwei ganz aufschlussreiche Beispiele dafür. Beispiel Nummer 1, jemand fährt mit, sagen wir mal, 100 km/h irgendwo durch eine Ortsdurchfahrt. Wenn nichts passiert, dann werden sich vielleicht die Anwohner über den Ärger in den Kopf schütteln und sagen, was sind denn das wieder für Typen? Oder vielleicht würde er auch von der Polizei erwischt und bekommt dann einen dicken Strafzettel und einen Monat Fahrverbot oder sowas. Aber das war es dann auch. Wenn hingegen der Typ mit 100 durch die Ortsdurchfahrt kracht und zufällig ein Fußgänger über den Zebrastreifen geht, in dem Moment, wo er da vorbeifährt, dann haben wir es mit einer fahrlässigen Tötung zu tun oder je nach Rechtsprechung sogar mit Mord. Aber ob jetzt gerade jemand in diesem Moment, wo der Fahrer da vorbeikommt, über die Straße gehen möchte oder nicht, darauf hat der Fahrer selbstverständlich keinerlei Einfluss. Also ob der Fahrer jetzt ein Mörder wird oder nicht, unterliegt gar nicht seiner Kontrolle. Ein anderes Beispiel, das Nagel gibt, Beispiel Nummer 2, ich zitiere es direkt, weil es so schön ist, wie er es sagt. Einer, der faktisch Aufseher in einem Konzentrationslager wurde, hätte womöglich ein ruhiges und harmloses Leben geführt, wären die Nazis in Deutschland nie an die Macht gekommen. Oder umgekehrt, jemand, der in Argentinien ein ruhiges und harmloses Leben verbracht hat, wäre vielleicht Scherge in einem Konzentrationslager geworden, hätte er Deutschland nicht aus geschäftlichen Gründen im Jahre 1930 verlassen. Also, dass die Person in diesem Beispiel sich schuldig gemacht hat, beziehungsweise nicht schuldig gemacht hat, je nachdem, ob sie in Deutschland oder in Argentinien gelebt hat, das beruht auch wieder auf Faktoren, die überhaupt nicht der Kontrolle dieser Person unterliegen. Aber, und das müssen wir uns jetzt fragen, wie kann ich überhaupt andere dafür verurteilen, was sie getan haben, bloß wenn sie das Pech hatten, in eine Situation zu geraten, in der sie überhaupt erst die Möglichkeit hatten, etwas Falsches zu tun? Oder umgekehrt, wie kann ich mich selbst dafür loben, dass ich nie etwas Schlimmes getan habe, wenn ich doch eigentlich nur das Glück hatte, nie in eine Situation gekommen zu sein, in der für mich überhaupt die Möglichkeit bestanden hat, etwas Schlimmes zu tun? Ich
habe bisher niemals unter einem totalitären Regime gelebt und kann deswegen wahrscheinlich nicht darauf stolz sein, dass ich niemals in einem Konzentrationslager gearbeitet habe, weil ganz einfach Faktoren, die jenseits meiner Kontrolle liegen, dafür gesorgt haben, dass diese Form von Prüfung, moralischer Prüfung, mir niemals auferlegt worden ist. Aber was bleibt denn dann noch eigentlich übrig? Wen kann ich überhaupt in irgendeiner positiven oder negativen Weise verantwortlich gemacht werden für das, was ich richtig oder falsch mache? Fälle wie diese, die wir jetzt in den beiden Beispielen hier kennengelernt haben, die nennt Nagel moralische Kontingenz. Im Englischen ist es dann das Moral Luck. Das ist ein irgendwie schwer zu übersetzender Begriff, weil das englische Wort Luck ambivalent ist. Es gibt Good Luck, es gibt Bad Luck, also günstige und ungünstige Zufälle. Im Deutschen ist Glück keine passende Übersetzung, weil Glück immer positiv konnotiert ist. Also nehmen wir diese etwas klumpige Übersetzung moralische Kontingenz. Nagel definiert moralische Kontingenz bzw. Moral Luck dann so, dass er sagt, wann immer ein wesentlicher Aspekt dessen, was ein Mensch tut, von Faktoren abhängt, die nicht seiner eigenen Kontrolle unterliegen und wir ihn unbeschadet dessen in der betreffenden Hinsicht nach wie vor als Gegenstand moralischer Wertung behandeln, können wir von moralischer Kontingenz sprechen. Man sieht das ganz gut an unserem Autofahrerbeispiel von vorhin. Ob der Autofahrer jetzt einen Fußgänger tötet oder nicht, das hängt von Faktoren ab, auf die er keinen Einfluss hat. Also ob jemand in dem Moment, wo er vorbeikommt, die Straße überqueren will oder nicht. Dennoch, wenn er den Fußgänger tötet, also wenn es zu diesem Unfall kommt, dann wird der Autofahrer selbstverständlich verantwortlich gemacht werden für das, was passiert ist. Also er wird moralisch bewertet werden, auch wenn er keine vollständige Kontrolle über das hatte, was passiert ist. Er hatte also ein moralisches Pech. Bad moral luck, könnte man sagen. Jetzt dürfte Ihnen wahrscheinlich auch so langsam klar geworden sein, warum dieses moral luck so gefährlich ist. Wenn es das wirklich gibt, also wenn es wirklich solche Fälle von moralischer Kontingenz gibt, dann sind sehr viele, vielleicht sogar alle unsere moralischen Bewertungen sinnlos und hinfällig. Dann kann man eigentlich ja für fast gar nichts mehr verantwortlich gemacht werden. Nagel sagt, wendeten wir durchgängig die Bedingung der Kontrollierbarkeit an, würden sich infolgedessen die meisten unserer moralischen Wertungen aufzulösen drohen, die wir für selbstverständlich halten. Dinge, für die Menschen moralisch beurteilt werden, hängen in weit erheblicherem Maße von Vorgängen ab, die gar nicht erst ihrer Kontrolle unterliegen, als man auf den ersten Blick wahrnimmt. Ja, letzten Endes scheint nichts oder annähernd nichts von dem, was ein Mensch tut, von ihm allein kontrolliert zu werden. Wenn das so ist, dann wäre das in der Tat für die Ethik katastrophal. Das würde Ethik, moralische Bewertung, eigentlich unmöglich machen, weil Verantwortung unmöglich geworden wäre. Gibt es einen Ausweg daraus? Gibt es einen Ausweg aus diesem massiven Problem, in das wir durch die moralische Kontingenz reingeraten sind? Ein Ausweg, den Nagel skizziert oder erwägt, zumindest mal kurz, wäre es, die Kontrollierbarkeitsbedingungen aufzugeben. Also vielleicht sind diese Beispiele von Moral Luck, die wir jetzt durchgesprochen haben, ganz gute Argumente dafür, Verantwortung eben nicht an die Kontrollierbarkeit zu knüpfen. Aber, erwidert Nagel dann darauf, das geht nicht. Die Kontrollierbarkeitsbedingung, das ist nicht einfach irgendeine Hypothese, die wir mal so in den Raum stellen, um zu testen, ob sie vielleicht unser Denken über Verantwortung erklären kann oder nicht. Also man kann das nicht nach Belieben annehmen oder verwerfen, wie es gerade die Lage erfordert, sondern er sagt dazu, die Kontrollierbarkeitsbedingung empfiehlt sich nicht einfach aufgrund einer Verallgemeinerung, die auf einer Reihe eindeutiger Fälle beruht. Sie scheint uns gerade auch angewandt auf Fälle, die außerhalb der anfänglichen Fallmenge liegen, von vornherein die korrekte Bedingung zu sein. Also mit anderen Worten, das Prinzip, man ist nur verantwortlich für das, wofür man noch etwas kann, ist intuitiv so stark, so fest verankert, dass wir es einfach nicht aufgeben können. Wir können nicht anders, als dieses Prinzip für richtig zu halten. Das ist, und da macht Nagel eine ganz interessante Analogie auf, das ist vergleichbar mit dem Problem der Skepsis in der Erkenntnistheorie. Sie wissen ja wahrscheinlich, Skeptiker in der Erkenntnistheorie behaupten, dass wir in Wirklichkeit gar nichts wissen können. Selbst wenn wir meinen, dass wir eine ganze Menge Dinge über die Welt und unser alltägliches Leben wissen, wir wissen doch in Wirklichkeit nichts. Warum? Jetzt eben nicht deshalb, weil die Skeptiker irgendeine komische oder sehr anspruchsvolle Vorstellung von Wissen hätten. Nein, sie nehmen ganz einfach den alltäglichen Wissensbegriff und denken konsequent die intuitiv plausiblen Bedingungen
für diesen alltäglichen Wissensbegriff zu Ende. Was kommt dann dabei raus? Nagel sagt es so: Die meisten skeptischen Argumente haben die folgende Eigenschaft. Sie beruhen nicht etwa darauf, dass man willkürlich strenge Maßstäbe an menschliches Wissen heranträgt, die auf einem Missverstehen solchen Wissens beruhen, sondern kommen unvermeidlich auf, sobald man die alltäglichen Maßstäbe nur konsequent anwendet. Was ist damit gemeint? Ja, simples Beispiel, also vor mir auf dem Tisch könnte beispielsweise eine Kaffeetasse stehen oder sowas. Also weiß ich doch, vor mir steht eine Kaffeetasse, oder? Aber ich kann ja nicht sagen, dass ich etwas weiß, wenn ich nicht ausschließen kann, dass ich mich irre. Also wenn ein Irrtum möglich ist, dann könnte ich nicht von Wissen sprechen. Beispielsweise könnte ich ja Zeuge sein in einem Verfahren und ich soll aussagen, ob ich den Angeklagten zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts gesehen habe oder nicht. Ich sage ja, ich habe ihn gesehen, ich weiß, dass ich ihn da gesehen habe. Aber jetzt habe ich dummerweise schlechte Augen und an dem Tag hatte ich meine Brille vergessen und dann wird natürlich der Verteidiger dieses Angeklagten sagen, ja, wenn Sie jetzt aber nicht ausschließen können, dass Sie da nicht vielleicht jemand anderen gesehen haben, der nur so ähnlich aussah, wie können Sie dann von sich behaupten, Sie wüssten, dass Sie den da gesehen haben? Ich weiß es eben nicht. Es könnte eben auch sein, dass ich mich täusche. Kann ich das bei der Kaffeetasse auch ausschließen? Kann ich bei der Kaffeetasse ausschließen, dass ich mich täusche? Im Alltag würden wir sagen, ja, eigentlich kann man sehr gut ausschließen, dass man sich täuscht. Also wenn ich vor mir eine Kaffeetasse sehe, dann weiß ich auch, dass da eine Kaffeetasse steht. Es sei denn, natürlich hätte irgendwie eine Augenkrankheit, das Licht wäre schlecht oder sonst irgendwas. Aber wenn all diese kritischen Faktoren nicht gegeben sind, ja, dann kann ich doch sicher ausschließen, dass mein Wissen verkehrt ist. Ich sehe die Kaffeetasse vor mir, also ist da eine Kaffeetasse, also weiß ich, dass die Kaffeetasse da ist. Aber da schaltet sich jetzt der Skeptiker ein und sagt, was ist denn, wenn ich ein Gehirn im Tank wäre? Also wenn ich so Matrix-Style irgendwie in einer virtuellen Realität leben würde, angeschlossen an einen Supercomputer, der mir vorgaukelt, in der Realität zu leben. Und in Wirklichkeit steht da gar keine Kaffeetasse von mir, sondern in Wirklichkeit bin ich nur ein Gehirn im Tank und diese Kaffeetasse ist nur eine Simulation. Kann ich das ausschließen? Wahrscheinlich nicht. Das ist in der Erkenntnistheorie selbst ein Problem, das viel diskutiert wird, aber die allermeisten Erkenntnistheoretikerinnen und Erkenntnistheoretiker würden da zähneknirschend eingestehen, wahrscheinlich kann ich das irgendwie letzten Endes nicht komplett ausschließen. Aber wenn ich diese Art von Irrtum nicht ausschließen kann, dann weiß ich doch eigentlich gar nicht, dass die Kaffeetasse vor mir steht. Wir hätten es hier also mit so einer Art epistemischer Kontingenz zu tun. Ob ich wirklich weiß, dass die Kaffeetasse vor mir steht oder nicht, das hängt von Faktoren ab, auf die ich eigentlich keinen Einfluss habe und die nichts mit mir und meinem Erkenntnisapparat zu tun haben, also ob ich jetzt ein Gehirn im Tank bin oder nicht. Das heißt, umgekehrt angewandt jetzt auf die moralische Kontingenz oder Moral Luck wäre so eine Art von ethischer Skepsis. So wie die Skepsis in der Erkenntnistheorie die Bedingungen unseres Wissens untergräbt oder unseren Anspruch, etwas zu wissen, so untergräbt die moralische Kontingenz die Bedingungen, um überhaupt ethische Verantwortung zuschreiben zu können, also um uns überhaupt verantwortlich für das Gute oder Schlechte, was wir tun, fühlen zu können. Wenn das stimmt, dann, ja, haben wir eigentlich keinen Grund zu glauben, dass wir für irgendetwas verantwortlich sind, was wir tun, im Guten wie im Schlechten. Wie soll man jetzt darauf reagieren? Gibt es einen Weg, damit umzugehen? Gibt es einen Weg, die Ethik zu retten? Darüber müssen wir dann beim nächsten Mal reden.